ja, bin dieses Jahr wieder im St. Angelo Village, 5-Sterne-Campingplatz. Heute und gestern ist Anreisetag, deswegen ist da sehr viel los und Rezeption ist dann hier. Hier sehen können da, wie gesagt, ist viel los. Bin ich im St. Angelo und ungefähr hinter der Rezeption ist dann der Arzt. Ich schau mal, ich bin auf Seite. Ich habe gleich eine Preisliste dabei. Das kann man nicht von der Krankenkasse sogar Krankmeldung holen. Und das sind die Öffnungszeiten 17.30 bis 18.30. Hier sind die Mobilheime von der Gebetsreuter. Da ist momentan niemand da. Jetzt hätte ich ja bestimmt mal drin zeigen können, so ein Mobilheim aus. Es ist ganz schön warm heute. Dann auch die Schranke zum Eingangsbereich. Und wenn man den Rohwegchen runterfährt, freut man sich schon. Diese Blumenbögen fand ich letztes Jahr schon schön. Hier ist eine Fußgängerzone, da sind keine Skateboards, Rollerskates oder Fahrräder erlaubt. Und jetzt gehe ich nach hinten zum Tennis- und Schwimmbad. Hier ist auch der Eingang zum Pool, da darf man natürlich keine Turnschuhe oder sonstige normale Schuhe anziehen, sondern mit Badelatschen. Und hier ist auch nicht das übliche Wasserbecken, sondern kleine Strahler. Hier ist auch die Poolbar. Dort wirklich, man steigt das hier runter, dann ist man schon im Pool. Eispreise. Ja. Schon etwas viel. Und sehr nette Bedienung. Hinter der Poolbar befindet sich dann auch eine kleine Spielhalle mit Airhockey und so ein Greifautomat. Ja, das Airhockey finde ich ganz cool. Im Poolbereich hat es dann auch schöne Wasserrutschen mit Reifen und einmal so normal runterrutschen. Seht ein Whirlpool. Schau, vielleicht sehen wir gleich mal jemanden mit Reifen. Ja. Und da hinten hat es auch noch eine Wasserrutsche für die etwas kleineren Kinder. Hier oben kann man sich dann sonnen auf diesen Arena-Terrassen. Ja, und neben dem Pool, bei diesen Rutschen und dem Whirlpool, gibt es dann auch Toiletten. Da schaue ich jetzt mal runter nach der Sauberkeit. Ja, alles so sauber. Papier ist da perfekt. Hinten hat es dann noch Liegen und ein kleines Kiosk. Und dann noch etwas kleinere Wasserrutsche, die sieht aber auch noch Spaß aus. Und die etwas größere. Ein Eis am Stiel und kühle Getränke. Noch ein kleiner Wasserspielplatz und hier eine Whirlpool-Anlage. Hier kann man sich dann ein Poolset holen. Tja. Das war's mit dem Poolbereich, diese tollen Bögen. Und weiter geht's. Schau ich mal, wo ich jetzt ankomme. Sind wir wieder schön, wie die Campingplätze hier angelegt sind mit den Palmen und Blumenbögen und alles mit Blumen bepflanzt. Und ja. Jetzt sind auch noch eine Toilette. Mit dem Hinweis, dass man es so verlassen soll, wie man es antreffen möchte. Okay, das ist jetzt die Dusche. Was ich sehr praktisch finde, ist diese kleine Bank, wo man seine Sachen drauf tun kann. Perfekt. Und die Waschbecken sind auch alles sauber. Hier könnt ihr dann euer Geschirr spülen, allerdings nicht während der Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr.
finde ich praktisch mit dieser Geschirrablage oben. Und hier ist dann Handwäsche. Und viele denken, da kann man das Geschirr spülen. Hier ist dann der Spielplatz mit einer Röhre, wo mich ja an so ein Hundeparcours. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, gibt es auch Tischtennisplatten. Bin jetzt auf dem Weg Richtung Strand. Hier ist dann noch ein Mobilheim. Eventuell passt man hier vorne noch ein kleines Zelt hin, falls ihr Jugendliche im Alter zwischen 16 bis 20 habt, die ein bisschen Privatsphäre möchten. Bin jetzt am Tor 3. Da läuft man in Richtung Strand hoch. Steht auch einer da und kontrolliert. Ja, hier geht es auf jeden Fall Richtung Strand runter. Steht einer und kontrolliert. Ihr seht, es ist bewölkt, aber trotzdem sehr warm. Und es hat geile Wellen. Da vorne hat es dann auch noch einen Spielplatz am Strand und vermutlich das braune sind Klohäuschen. Hier geht es dann wieder hoch. Und ja, das war der Strand. Hier wäre natürlich jetzt auch eine Dusche perfekt, dass man sich dann die Füße abwaschen könnte nach dem Strand. Hier müsste jetzt der Miniclub sein, momentan ist niemand da. Hier ist dann das Fitnessstudio. Mit Klimaanlage. Hier hinten müsste auch noch der Miniclub sein, wo ihr die Holzbänke seht. Die Waschmaschine, was mir jetzt ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass ich nichts gefunden habe, wo ich mal kurz die Füße abspülen kann. Muss ich extra wieder im Poolbereich, weil da weiß ich, dass es Fußbäcke hat. Jetzt dann Waschmaschine und Trockner. Preise stehen keine dran. Ich vermute mal, wie bei der anderen Campingplätze 5 Euro. Hier seht ihr dann die Öffnungszeiten für die unterschiedlichen Jahresmonate, Saisons. Ja, bis 18:30 Schweiz leider verloren und Türkei verloren. Warum ich das jetzt filme, wenn manche danach gefragt haben? So, im Wohnmobil, wo jetzt kommt, da muss man echt gut fahren können. Vielleicht ein Reisebus. Mit eigenem Roller. Ich laufe jetzt Richtung Tennisplätze, da gibt es bestimmt auch einen normalen Weg. Und jetzt hier so versteckt. Es ist ganz exklusiv. Okay, hier ist der Hüpfburger Land, da sind gerade Kinder, da möchte ich jetzt nicht filmen. Hier ist der Tennisplatz. Okay, man darf wohl auch mit Holzkohle grillen. Oder? Sehen die bloß aus dem Gasgrill. Ist Holzkohle. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß es nicht, ob ich den Supermarkt noch schaffe. Ja, ist beschlossen, ich hole mein Fahrrad und dann fahre ich kurz zum Supermarkt. Normalerweise laufe ich lieber die Campingplätze ab. Aber da ich nicht mehr viel Zeit habe, ist mir das lieber. Hier ist alles dann Supermarkt, Animationsbühne, Restaurant,
Hatte ich ganz vergessen. Das Restaurant. Hier sind da ein bisschen die Preise. Wenn man es erkennen kann. Von Carbonara. Da ist Spaghetti Bolognese 10,50 Euro jetzt als Beispiel. Hier bekommt ihr ein Eis. Da gibt es auch einen kleinen Obstladen. Geldautomat. Und die Animationsbühne. So ein bisschen das Animationsprogramm. Erdbeereis ist sehr schön angerichtet. Am Arena natürlich auch. Und natürlich Wein vom Fass. Orangensaft, die selber passen. So, bloß noch ein bisschen so Überblick. Fischhauptspeisen. Calamari 20 Euro. Ja. Und Calzone 12,50. Das ist dann der Eingang zum Supermarkt. Dieses Teil erinnert mich ein bisschen an He-Man, Masters of the Universe. Ich geh mal rein. Die typisch italienischen Säfte, Eistee, Cola, Scorpio Pino. Scorpio Pino kostet hier 6,40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und hier halt die üblichen Getränke. Ja. Okay, Mentos ist jetzt nicht so üblich. Ich glaube, das probiere ich jetzt. Hier gibt es noch Brötchen, wo man bedient wird. Und eine schöne Wurst. Hier gibt es einen gekühlten Wein, Prezzantino und Lambrusco. Und dann große Getränketheke. Urlaub nicht verzichten wollte, aber Cornflakes, KitKat Cornflakes, Marmelade und so weiter. Gibt es hier auch alles. Und natürlich der leckere Candy. Da jetzt jemand da ist. Hi! Und wieder sehr freundlich. Also, ich denke mal, das war's jetzt mit meinem Video. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habe ich es ein oder andere vergessen. Dann ist es also. Ciao. Wenn ihr den bunten Löwen seht, dann seid ihr richtig. Hier ist der Supermarkt. Und da steht auf dem Schild drauf, ihr sollt ihn nicht besteigen. Ob die wohl wissen, was das auf Deutsch bedeutet?